Mila Freitag fliegt die Drohne erst zum zweiten Mal. Sie hat ordentlich Respekt und will das rund 6.000 Euro teure Spezialgerät auf keinen Fall kaputt machen. Es tröpfelt, ein bisschen Regen hält die Drohne aber aus. Die 16-Jährige macht ein paar Flugübungen. Also es ist eigentlich relativ einfach, es ist halt eine Übungssache. Aber ich finde vor allem, das Problem liegt bei der Orientierung, dass man halt sich hier mit den Säulen und so nicht vertut. Und ansonsten mit den Wetterbedingungen. Die Drohne hat zwei verschiedene Kameras, eine normale und eine Wärmebildkamera. Gemeinsam mit ihren Mitschülern Damien und Julius kann Mila damit präzise Aufnahmen machen und Schwachstellen an den Rohrleitungen orten. Die dunkelroten Bereiche auf der linken Seite zeigen Stellen, an denen besonders viel Wärme austritt. Diese Stellen werden dann dokumentiert. Mila fühlt sich hier auf dem Gelände richtig wohl und ist froh, dass sie sich für diesen Kurs entschieden hat. Ich finde dieses Industrielle einfach richtig interessant. Also ich verbinde das auch so ein bisschen mit dem Ruhrgebiet. Und ich finde das auch einfach mal ein Unterschied zum Alltag, wenn man das ja nicht so oft sehen kann. Weiterfliegen geht erstmal nicht mehr. Ein Regenband zieht über Castrop-Rauxel. Zeit, die Daten der Drohne auf einen Laptop zu ziehen. Dirk Schulz ist zufrieden mit den ersten Aufnahmen. Er ist der Lehrer von Mila, Damien und Julius. Der Drohnenkurs ist für ihn ein Herzensprojekt, weil er glaubt, dass die Schülerinnen und Schüler enorm davon profitieren können. Idealerweise landen die irgendwo bei Jugend forscht oder bei irgendwelchen Technikwettbewerben und können da ganz, ganz viel dran lernen und sich selber erproben, können Berufsfälle erkennen und auch ihre Potenziale und Stärken. Michelle Krause ist für die Instandhaltung im Werk zuständig und sieht die Aufnahmen zum ersten Mal. Ja, ist absolut interessant erstmal, wie die Aufnahmen zustande kommen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist erschreckend, aber es zeigt schon, dass trotz guter technischer Ausrüstung Schwachstellen bestehen. Die Drohne ist wieder in der Luft, die nächsten Schwachstellen gefunden. Teilweise misst die Wärmebildkamera Temperaturen von über 200 Grad. Viel Einsparpotenzial für das Chemiewerk also, aber dafür müssen die Daten noch mit einer speziellen Software ausgewertet werden. Die Aufnahmen werden zum späteren Zeitpunkt dann in der Schule analysiert. Da muss man dann Dinge einstellen wie die Luftfeuchtigkeit, allgemein die Wetterbedingungen, Distanz zu den einzelnen Leitungen, die wir abfotografiert haben. Und dann berechnen wir den Energieverlust. Und der Werksleiter muss dann entscheiden, ob sich das lohnen würde, diese Wärmebrücken zu dämmen bzw. auszubessern. Für heute hat das Team genug Aufnahmen gemacht. Es ist ihr Beitrag zum Klimaschutz. Und das Chemiewerk spart demnächst möglicherweise Tausende Euro an Energiekosten.